Liebe Freunde der gepflegten Menstruation, am 29. Januar diesen Jahres stellte die SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat einen Antrag auf kostenlose Tampons für Frauen mit Stern, was auch immer das bedeutet, in städtischen Toiletten. Und dazu äußerte sich der Sprecher für Gleichstellung der SPD-Fraktion und äußerte sich wie folgt: Frauen mit Stern suchen sich nicht aus, dass sie ihre Menstruation bekommen. Der Antrag soll Tabus aufbrechen und Frauen mit Stern ihren Alltag erleichtern. Es geht um eine ganz konkrete Änderung im Alltag unserer Stadt. Die Menstruation tritt bei einer Frau mit Stern nicht immer regelmäßig und oft überraschend ein. Das Thema ist nach wie vor stark tabuisiert, weswegen sich viele nicht trauen, andere Frauen mit Stern auf Hygieneprodukte anzusprechen. Mit der kostenfreien Bereitstellung von Binden, Tampons und anderen Hygieneartikeln kann dieses Problem überwunden werden. Die Landeshauptstadt Dresden kann hier selbstständig und mit gutem Beispiel vorangehen. Diejenigen Sanitäreinrichtungen an Orten, die durch die Stadt verwaltet werden und öffentlich zugänglich sind, sollten mit kostenfreien Produkten ausgestattet werden. Hier ist der Link zum Download. Wir gucken in den Antrag rein. Hier nochmal SPD-Fraktion. Es ist also kein Scherz. Datum 29.01.2021. Der Beschlussvorschlag: Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die organisatorischen und logistischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ab August 2021 in allen Sanitärbereichen von Liegenschaften, welche sich im Besitz der Landeshauptstadt Dresden befinden oder von ihr genutzt werden, Möglichkeiten für die kostenfreie Abgabe von Monatshygiene geschaffen werden. Dies betrifft insbesondere Rathäuser und Verwaltungsgebäude, städtische Kindertageseinrichtungen, Schulen und Berufsschulen, städtische Museen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, städtische Bibliotheken. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob ein analoges Angebot auch in den öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet umgesetzt werden kann. Sofern dies möglich scheint, sollen auch diesbezüglich die Voraussetzungen bis Juli 2021 geschaffen und mit einer Umsetzung ab August 2021 begonnen werden. Zudem wird der Oberbürgermeister beauftragt, sich gegenüber der Staatsregierung und den Ministerien, den Hochschulen und weiteren Landeseinrichtungen im Dresdner Stadtgebiet dafür einzusetzen, dass eine kostenfreie Abgabe von Artikeln der Monatshygiene dort ebenfalls ermöglicht wird. Hier sieht man die geplante Beratungsfolge: Ältestenrat, Dienstberatung des Oberbürgermeisters, Ausschuss für allgemeine Verwaltung, Ausschuss für Soziales und Wohnen, Ausschuss für Gesundheit und dann nochmal der Ausschuss für allgemeine Verwaltung und Ordnung und Sicherheit und last but not least der Stadtrat. Wir haben also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gremien, die sich mit diesem hervorragend formulierten Antrag auseinandersetzen sollen, um ihn womöglich dann auch noch zu beschließen. Und die Begründung erspare ich euch vorzulesen. Ich will nur den letzten Absatz vorlesen. Solange es keine bundesdeutsche Gesetzgebung gibt, die die kostenfreie Versorgung mit Hygieneartikeln von Frauen mit Stern festschreibt, sollte die Landeshauptstadt Dresden selbstständig und mit gutem Beispiel vorangehen, wenigstens an Orten, die durch die Stadt verwaltet werden und die öffentlich zugänglich sind, sollten mit kostenfreien Produkten ausgestattet werden. Unterzeichnet Dana Frohwieser, Fraktionsvorsitzende der SPD. Ich verlinke in der Videobeschreibung noch zwei Artikel, die sich mit Tampons und Gedöns beschäftigen. In diesem Sinne, pfiat's euch.